Ich darf nicht sauer werden. Wenn ich sauer werde, sage ich Sachen in meiner Emotion, die ich vielleicht hinterher wieder nicht unbedingt bereue, aber vielleicht anders formuliert hätte sollen. Neues Renzo-Video, ja? Renzo kennt ihr vielleicht, das ist der Mann mit dem N-Namen, der Rezo mit seinem zweiten Channel, der gerade sehr begeistert aussieht übrigens. Wird ein sehr gutes Video sein, ich sehe es jetzt schon. TikTok sagt, warum du in die Hölle kommst. Ich würde schon gerne wissen, warum ich in die Hölle komme. Ich weiß da ein paar Dinge, einige wisst ihr vielleicht noch nicht, ja? Aber ich wüsste ein paar Dinge, warum das wahrscheinlich passieren könnte. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll davon, immer drauf zu achten, dass ich nicht in die Hölle komme. Ich sag, wie es ist. Ich will nicht bei jedem Scheiß immer, sondern ja, komme ich halt rein, fertig. Dann kann ich mir halt auch mal 4 Donuts bestellen. So, und mich der Völlerei hingeben, ja, in Berlin. Weil es einfach einen Bringdienst gibt mit Donuts, die aber geil sind. Mit hier Kinder-Country und den ganzen Scheiß da drauf. Und Knoppers und bla. Super geil. Ich begehe auch ein paar Sünde. Nur 4 Donuts? Naja, und 2 Stück Kuchen. Und vielleicht waren es ja auch insgesamt 6 Donuts. Wir waren mal 2 Personen. Und vielleicht waren wir dahinter ja auch komplett vollgefressen. Und konnten einfach nicht mehr. Ja, aber es gibt, mir fallen noch ganz andere Sachen, warum ich in die Hölle komme. Mein Humor zum Beispiel, der wird mich irgendwann nochmal, dieser furchtbare, furchtbare Humor, Sachen, über die ich lache, ja, über die man eigentlich nicht lachen sollte, aber so ist es eben. So, ich habe einen, welcher Humor, den kennt ihr gar nicht, den zeige ich euch nie. Ja, hier ist immer meine ernste Seite. Aber sobald der Stream aus ist, ja, da schub ich auch mal Babys. Und so. TikTok sagt euch jetzt, warum ihr in die Hölle kommt. Und ich bin sehr gespannt. Ey, du, sag mal, hörst du gerne Taylor Swift? Oder Beyoncé? Oder Sam Smith? Oder nee. Kendrick Lamar? Falls du von denen mal Songs gehört hast, dann muss ich dir leider etwas mitteilen. Ja. Du hörst dämonische Musik und bist auf den Teufel reingefallen. Du kleiner Huch. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Christentalk. Christtalk. Christen auf TikTok. Ich bin nämlich mal so durch TikTok geswiped und dann war... Christoph, hört sich an wie Christoph. War plötzlich dieses TikTok auf meiner For You-Page. Hey, dieses Video ist für jeden, der mit Homosexualität struggelt und der davon frei werden will. Kann ich da vielleicht einen Kamillentee trinken und werde wieder gesund oder was? Habe ich mich da eventuell infiziert oder was? Weiß ich jetzt nicht, Bro, ne? Ja. Wenn du mit Homosexualität struggelst und davon frei werden. Das Problem ist nicht, dass andere Leute mit Homosexualität strugglen. Das Problem sehe ich hier aber ganz woanders, wenn ich ehrlich bin. Will da jetzt nichts sagen, aber, ne? Wenn du bist, dann bete doch das mit mir. Jesus. Ich weiß wirklich nicht, ob Jesus die Zeit dafür hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass du gay bist. Ich bitte dich. Das interessiert den einfach einen Scheiß. Hatte Jesus nicht eine Hure? Ich glaube, ne? Da war doch irgendwas. Füll mich. Warte mal. Du willst also, dass bei Leuten Homosexualität geheilt wird und willst aber, dass Jesus dich fühlt? Just saying. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Gay bist. Ich bitte dich. Füll mich. Bombastischer. Fühl mich oder füll mich? Heißt das fühl mich oder füll mich? Jesus, füll mich. Kann ja auch sein. Füll mich. Oder? Vollmilch. Jesus, Vollmilch. Füll mich. Also, für jemanden, der sich gerade von Gay-Shit freimachen will, ist das maybe nicht die beste Wortwahl gerade. Jetzt könnte man ja denken, ja, vielleicht ist das ja nur ein wackes TikTok. Vielleicht macht dieser... Jesus, führe ihn mir tief ein. Führe ihn mir ganz tief ein, deinen Glauben. Orik, ja sonst... Bessere Sachen. Freunde, können wir einfach mal ganz ehrlich miteinander sein? Wir alle wissen, dass die LGBT-Community unter dem Namen von Toleranz und Akzeptanz die Jugend indoktriniert mit Unwahrheiten, welche gottlose Gesinnungen hervorrufen. Torik? Ich kann dir objektiv sagen, dass Lügen ist nicht richtig. Ja, Lügen ist nicht richtig. Ich wünschte, manche Leute würden das vielleicht mal für sich auch selbst beanspruchen. Ich wünschte, manche Leute würden mal, wenn sie solche Themen ansprechen, vielleicht auch mal vor der eigenen Haustür kehren. Lieber Torik. Hm? Lieber Torik. Ist nur eine Idee. Wenn du sowas schon sagst, vielleicht. Ja? Nur eine Idee. Lügen darf man nicht sagen. Stehlen ist nicht richtig. Homosexualität ist nicht richtig. Pädophilie ist nicht richtig. Und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Also ich, wie passt das alles zusammen? Hä? Wie passt das denn alles? Hä? Okay. Spicken im Test ist nicht richtig und Leute mit Stacheldraht zu vergewaltigen ist auch nicht richtig. Hä? Aber
Hä? Warte, richtig. Pädophilie ist nicht richtig und Juden zu töten ist auch nicht richtig. Digga, wie ist das eskaliert? Er hat nicht Unrecht, also, bei dem, ja? Wie, Digga? Aber, er ist auch ein gerechter Gott. Er muss Ungerechtigkeit bestrafen. Er muss Menschen bestrafen wie Hitler. Was zum F*** bin ich hörend? Bitte was? Alter, lösch dich, Torik. Ganz ehrlich, lösch dich einfach. Lösch dich von Social Media. Geh einfach kacken. Du kannst zu Hause glauben, was du willst, aber geh bitte kacken. Alter. Er muss Menschen bestrafen wie Stalin. Er muss Menschen bestrafen. Der weiß nicht, was der redet, der Mann. Der weiß nicht, was der redet. Es klingt für mich, ehrlich gesagt, es klingt für mich nach einer Sache, die in letzter Zeit sehr oft genutzt wird. Es klingt für mich ein bisschen nach Ragebait. Ich weiß nur nicht, ob er nicht zu dumm ist, das zu kapieren, was er da sagt. Ich glaube, der rafft gar nicht, was er sagt. Oh, boy. Oh, boy. Oh, ich will nicht sauer werden. Ich darf nicht sauer werden. Wenn ich sauer werde, sage ich Sachen in meiner Emotion, die ich vielleicht hinterher wieder nicht unbedingt bereue, aber vielleicht anders formuliert hätte sollen. Ich darf nicht sauer werden. Ich darf nicht sauer werden. Wie dich. Yo, Digga, ich habe gar nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ist es wirklich angemessen, dass... Menschen bestrafen wie dich. Yo, Digga, ich hab gar nichts... Wie dich, ach so. ...nichts gemacht. Wie kann ich denn die dritte Person in dieser Aufzählung sein? Ja, du weißt gar nicht, was du gemacht hast. Da musst du erstmal Jesus kontaktieren. Und weißt du, was das Fiese ist? Wir erfahren ja auch gar nicht, was wir gemacht haben, ja? Du wirst am Ende deines Lebens, so, ne, dem Glauben nach, auf TikTok bezeichnet er sich als Nachfolge Jesus. Ja, das sagt doch schon alles. Das sagt doch schon alles. Kannst du nicht ernst nehmen einfach. So, wenn der sich als Jesus ganz, sorry. Was ich gerade sagen wollte, das Fiese ist ja, du kommst am Ende, dann, wenn du gestorben bist, ja, dann kommst du irgendwann, stehst du vor der Himmelspforte und dann wird dir erstmal, dann werden dir deine Sünden ja erstmal gesagt. Dann, wenn es schon zu spät ist. Ja, also ich würde ja gerne vorher schon wissen, was habe ich falsch gemacht, kann ich das irgendwo einsehen, eine Akte oder irgendwas? Ja, nee, geht aber nicht. Ich möchte ein besserer Mensch werden, ich möchte jeden Tag als eine bessere Version von mir aufwachen, das wäre cool, aber ich kann halt nicht, es gibt keine Akte, wo ich gucken kann. Ich sehe das erst am Ende, am Himmelstor, wenn sagt hier, das, ja, und dann ab in die Hölle, ciao. Und dann siehst du einfach hinten, ja, wer sitzt da, Josef, oder wer sitzt da vorne am Himmelstor, ich weiß gar nicht, wer das checkt. Und dann guckst du hinten und siehst du durch dieses goldene Tor, dass der ganze Himmel leer ist. Weil Menschen irgendwie doch immer alle scheiße sind. Petrus. Weil, ne, keiner hat es in den Himmel geschafft. Keiner. Hinten ist einfach alles leer. Ist es wirklich angemessen, dass ich da hingehöre? Yo, ich mach gerade eine Liste von Leuten, die... Der Torik kommt auf jeden Fall in die Hölle. Also nach den TikToks gerade kommt der Torik sowas von in die Hölle. Bestraft werden sollen. Wer fällt dir da ein? Also durch Stalin sind viele Millionen Menschen gestorben. Der sollte auf jeden Fall drauf. Ja, den schreibe ich auf jeden Fall auf. Aber wer sonst noch? Ja, und Adolf fällt mir natürlich direkt ein. Der hat einen Weltkrieg gestartet und literally Einrichtungen gebaut, um möglichst viele unschuldige Menschen zu töten. Ja, okay, der sollte auf jeden Fall auch bestraft werden. Wer fällt dir sonst noch? Und du. Bitte was? Du musst bestraft werden. Wegen deines Homo-Shits. Ey, gucken wir uns einfach mal ein anderes TikTok an. Von wem anders? Es sind ja nicht alle christlichen TikToks so. Sehr kleine Schrift, da steht: Is that what you call men these days? Nein, das sind einfach angemalte Fahrstuhlbuben. Die nenne ich nicht Männer, die nenne ich angemalte Fahrstuhlbuben. Vielleicht gehen die gerade auf ein Halloween-Event oder so. Da mag jemand die Elevator Boys nicht. Das sind ja wohl keine echten Männer. Klar. For me, these are real men. Du bist nie geritten. Du warst nie auf dem Kreuzzug. Egal, wer das TikTok gepostet hat, das hast du selber alles nie gemacht. Du bist nicht mal geritten. Du weißt nicht, wie man ein Pferd reitet, Mann. Wer postet denn sowas? Digga, du sitzt zu Hause auf deinem scheiß Arsch und postet Shit auf TikTok. Because for me, these are the real men. Digga, das sind Kreuzritter. Ja. Was habe ich gerade gesehen? Ganz kurz, für die Leute, die nicht wissen, was die Kreuzzüge waren. Also da sind bewaffnete Christen mal ebenso durch andere Länder gezogen und haben ziemlich grausam viele Muslime und Juden getötet. Bist du dir sicher? Generell Ungläubige, einfach niedergeschlachtet. Ja, niedergeschlachtet. Und weißt du, wo man dafür hinkommt? In die Hölle! Dass das
die Real Men sind. Also ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist, wo manche Leute so proud drauf sind. Also ich meine, es sind sehr viele unschuldige Leute gestorben, weil der Papst basically gesagt hat, mach das, weil Gott hat das gesagt. Also eigentlich sollte das ja eher ein Beispiel dafür sein, dass wenn irgendwer behauptet, er wüsste, was Gottes Wille ist, dass man dann erstmal sagt, nee. Und ganz kurz, liebe Christen, ne, falls ihr gerade zuschaut, es geht gerade nicht generell um euch, es geht nur um diese komischen, sehr merkwürdigen TikTok-Leute. Ja, es ist hier keine Verachtung des Christentums, gar nicht in der Richtung, es geht nur um diese sehr merkwürdige TikTok-Brut. Sehr merkwürdige TikTok-Brut. Ich bin Christ, wir sind nicht alle so. Sagt auch keiner, glaubt auch keiner, um Gottes Willen. Nee, ich denke da nochmal drüber nach. Aber weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich noch nicht den... Gott wird schon über die richten, keine Sorge. Der kriegt das schon alles mit. Der kriegt das alles mit, der wird über die richten. Real Man in mir gefunden, der mit Waffen in andere Länder ziehen möchte, um Leute zu killen. Vielleicht fehlt mir diese männliche Energie einfach. Ja, wahrscheinlich. Apropos. Also heutzutage macht man es mit einer Harley Davidson und einer Lanze einfach. Ja, wir sind ja moderner geworden einfach. Männer. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben, ein Mann soll keine Frauen... Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben? Also mein Penis. Oh. Was heißt denn, eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben? Und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Okay, also Frauen sollen keine Hosen tragen. Sind Hosen Männersachen? Ich weiß nicht, was Männersachen sind, ehrlich gesagt. Seitdem ich lebe, kenne ich auch Frauen mit Hosen. Und sind wir ganz ehrlich, Jesus hatte immer ein Nachthemd an. Der hatte immer ein Nachthemd an. Der ist immer so gelustwandelt und so durch die Gegend und lalala. Und der hatte immer so ein leichtes Nachthemd an. Das sah aus wie ein Kleid. Erzähl doch nichts. Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Gott will, dass Männer wie Männer und Frauen wie Frauen aussehen. Männer sollten kurze Haare haben und Frauen sollten lange Haare haben. Okay, das heißt, wenn ihr Frauen seid, die kurze Haare haben oder Männer, die lange Haare haben, dann seid ihr jetzt schon ein Greuel. Das ist natürlich ungünstig. Ich bin manchmal gern Greuel. Ich lasse mir die Haare gern lang wachsen. Ich mag das. Ich mag gern Abwechslung. Ich mochte es, die Fingernägel schwarz zu haben. Ich bin nicht der Kleidtyp, bin ich ganz ehrlich, ja, aber ich bin manchmal neidisch auf Frauen, vor allen Dingen im Sommer, wenn wir Männer mit irgendwelchen verschwitzten Hosen und dann drunter Shorts am bestenfalls, ne, und dann bla, und die Frau einfach mit so einem leichten Kleid, weißt du, mit so einem leichten Sommerbrisenkleid und ist einfach super luftig und schön. Kann man schon mal neidisch werden. Oh ja, Jesus hat übrigens auch lange Haare. Ich erinnere mich. Also laut Überlieferung oder laut allem, was man so kennt in den heutigen Medien. Gut, aber Jesus in den heutigen Medien ist auch mal weiß. Aber eigentlich wäre er ja nicht, eigentlich war er ja nicht weiß. Naja, ich bin auch kein Profi. Männer sollen Hosen tragen, Frauen sollen Röcke tragen. Also Frauen dürfen keine Hosen tragen und Männer müssen Hosen tragen. Ich kann das total nachvollziehen. Also ich wusste aber ehrlich gesagt auch nicht, dass die Bibel eine Kleiderordnung hat. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe nämlich gedacht, Adam und Eva waren eigentlich nackt. So hatte ich das in Erinnerung. Die waren einfach nackt. Also eigentlich sollten wir alle nackt sein. Und da bin ich stark dafür. Alle nackt. Let's go. Wenn ein Mann keine Hose tragen würde, dann wäre er einfach gottlos. Ja, guck mal. Ja, da ist es doch. Gucke. Da ist das Gewand. Und das sieht aus wie ein Kleid. Also dann würde er ja nicht zu Gott gefunden haben und hätte vielleicht gar nicht so die wirkliche Lehre von Jesus verstanden, wenn er keine Hosen tragen würde. Bruder, ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt beibringen soll. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Jesus keine Hosen anhatte. Ja. Damals war das relativ üblich, dass alle Leute so Kleider getragen haben. Deswegen hat er auch halt ein basically Kleid getragen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Greuel war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es geht so Leuten wirklich einfach darum, so den eigenen Modestil auf Leute zu forcen. Aber es ist halt ein besseres Argument, wenn du sagst, Gott will das so. Ey, imagine, dir ist ein Fashion-Stil so wichtig. Aber ist Gott will das nicht so, Gott will das so, ist das nicht immer die Ausrede? Gott will das so, Gott hat das nicht gewollt? Und das sagen meistens Leute, die noch nie in ihrem Leben mit Gott gequatscht haben. Vielleicht ihren Kopf oder so, aber halt nicht mit dem Original Dude. Ja, das sind halt, ja, schwierig. Dass du Gott dafür benutzt, dass Leute diesen Fashion-Stil nachgehen sollen. Ich meine, imagine, ich würde jetzt einfach sagen so, Gott möchte, dass ihr alles Spark tragt. Das möchte der Herr so. Ich meine, das wäre doch... Das würden Leute machen, wenn sie nicht Sachen aus dem Gronkh-Shop tragen würden. Ja, also Leute würden definitiv Spark tragen, wenn sie nicht heute gerade die geilen Sommermoden aus dem Gronkh-Shop sehen würden, klar. Nicht okay, ich kann doch nicht einen Gott dafür benutzen, dass du die Kleidung trägst, die ich gern an dir sehen würde. Ich bin mir fast sicher, Gronkh würde die Gronkh-Jogger tragen, wenn er dafür nicht zu groß wäre oder zu körperlos. Ja, leider haben wir noch keine körperlose Version davon. Wir arbeiten dran. Weiß ich nicht, Digga. Finde ich ganz weird. Tragt Gronkh-Merch Genesis 1.1.
Entschuldigung. Okay, das ist offensichtlich wieder eins von diesen TikToks, wo gezeigt wird, das sind nicht die Real Men, das sind die Real Men oder das sind nicht die richtigen Christen, sondern das sind die richtigen Christen. Okay, er ist schon mal kein richtiger Christ. Okay, Leute, die feiern, sind auch keine richtigen Christen. Leute, die feiern, alle Schmutzmenschen. Ich finde, man sollte einfach in Entbehrung leben, in einer Schwarz-Weiß-Welt und sich den ganzen Tag selbst geißeln. Auf den nackten Körper mit einer Hose an. Ja, das ist, also Spaß und Freude hat im Menschenleben nichts zu suchen, gar nichts. Lächeln, ekelhaft. Bäh. Leute, die Bier trinken, sind keine richtigen Christen. Aber Wein. Wein ist okay, oder was? War das nicht, dass das Blut Christi? War da nicht was? Und jetzt wollen die sagen, man soll keinen Alkohol trinken und vor allen Dingen, Alter, ganz Bayern. Ganz Bayern, da gibt es keinen einzigen Christen. Man kennt es. Die Rauchen sind auch keine richtigen Christen. Und die... Leute, die flüstern? Leute, die ihrem Kumpel was zuflüstern? Man weiß ja nicht, ob die lästert. Man weiß es nicht. Die flüstert nur was zu und sagt wahrscheinlich, guck mal, der hat eine Hose an. Flüstern? Lästern? Ja. Trash-talken? Gossipen? Ist es Gossip? Gossip. Also wenn du so lästerst, bist du auch kein richtiger Christ. Was? Aber lästert man nicht darüber, dass sie gerade lästern? Weil man weiß ja nicht genau, was sie reden. Vielleicht reden die irgendwas sehr, sehr, sehr Keusches, womöglich, ja? Und dann steht man selber da und urteilt einfach über andere. Nur weil man sich irgendwas dabei denkt. Was sind denn die richtigen Christen? Oh Gott. Alter, ich... Oh. Ich benutze selten das Wort Digger, aber... Digga, was? Wie kann man so fern der Realität stattfinden? Wie kann man so fern der Realität stattfinden? Ich finde, Leute sollten auch aus Religionen gekickt werden können. Aber das wird natürlich nicht gemacht, weil man will auf möglichst hohe Zahlen kommen. Das hat nichts mit Christen zu tun. Gar nichts. Das ist eigentlich für mich, ich bin nicht vom Fach, aber für mich ist das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Ich bin auch ein bisschen naiv. Ich denke, Menschen sollten eher miteinander statt gegeneinander. Ich bin da hingegen vielleicht ein bisschen naiv. Braucht man Waffen und Flecktarn? Du sollst nicht töten? War da nicht was? Du sollst nicht töten? Als richtiger Christ? Hey, wir haben überhaupt gar keinen Flecktarn in meinem Konfirmandenunterricht gehabt. Ey, ganz, ganz kurz an der Stelle. Ich bin ja nicht so richtig gläubig. Aber ihr wisst so, meine Eltern, Pfarrer, Opa-Pfarrer, mehrere Tanten und Onkel-Pfarrer. Ich komme aus einer christlichen Pfarrersippe. Deswegen möchte ich ganz kurz was zu diesen Leuten sagen, die Kreuzritter als echte Men und echte Christen ansehen und Leute mit Waffen und Soldaten als die wahren Christen ansehen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, diesen Leuten ihre eigene Religion zu erklären. Jesus war ziemlich das Gegenteil von einem Ritter oder einem Soldaten. Der Dude wird in erster Linie als Lamm dargestellt, als Babyschaf. Das ist ein Babyschaf. Nicht als starker, großer Krieger mit Muskeln und Schwert. Es gibt eine Story in der Bibel. Da sind die Anhänger von Jesus und die sagen so, ey, wer von uns wird im Himmel wohl die krassere Rolle bekommen, weil wir alle so geil gläubig sind? Wer hat da irgendwie die coolere Powerposition? Und Jesus hat dazu nicht gesagt so, ey, Leute, mach mal halblange, ich bin hier der Krassere, ne? Sondern er hat stattdessen angefangen, den anderen, die da am Diskutieren waren, die Füße zu waschen. Eine Geste, die zeigt, dass man kein Herrscher, sondern ein Diener ist. Denn Erster im Himmel sind nicht diejenigen, die Waffen glorifizieren und herrschen und in Kriege ziehen, sondern diejenigen... Ich würde mir jetzt gerne von den TikTok-Leuten die Füße waschen lassen. Und ich wette, es gibt ja einige im Chat, die würden jetzt auch gerne Füße waschen. Okay, warte. Die anderen Leuten dienen. Anderes Beispiel, als Jesus gefangen genommen wurde und Petrus ihn verteidigen wollte mit so einem basically kleinen Schwert, hat da Jesus gesagt... These are real men? Nee, er hat gesagt, Digga, lass mal stecken. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Ach. Anderes Beispiel, als Jesus durch die Wüste gelaufen ist, da kam der Teufel und hat gesagt so, ey, ich geb dir alles, was du willst. Ich geb dir Macht und Stärke und Soldaten und Armeen. Du kannst großer Herrscher sein. Und was hat Jesus da gesagt? Er hat gesagt, yo, Teufel, ich weiß nicht, wie er ihn angesprochen hat.
Er hat gesagt, ich fühle das nicht. Er wollte diese weltliche Macht nicht haben. Er wollte nicht König sein und herrschen und regieren, denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also, weltliche Macht und Stärke, Muskeln, Waffen, Soldaten oder im abstrakteren Sinne dann politische Macht und so, sind keine christlichen Werte. Also wirklich, wer an Kreuzritter und Soldaten denkt, wenn er an Christen denkt, der hat doch im Kern Christentum nicht verstanden. Ich bin so beruhigt gerade, ne? Ich bin so beruhigt. Ich bin so froh, dass ich gerade gucke und weiter gucke. Ich bin so froh, dass Rezo das erklärt. Sachen, die ich selber auch nicht wusste, weil ich mich selber halt wenig mit Religion auseinandersetze. Ich weiß, die sind da. Ich kenne so mal Grundelemente. Aber das finde ich nice. Ich glaube, ich werde mir das nochmal angucken, dann aber ohne euch. Und so ein paar Sachen mal versuchen, daraus mitzunehmen. So ein bisschen Wissen daraus mitzunehmen. Ein bisschen extrahieren. Und ich glaube, das würde einigen Leuten auch ganz gut tun. Aber die gucken das Video wahrscheinlich nicht. Oder die gucken das Video und wollen damit aber nicht konfrontiert werden. Okay, genug. Das war jetzt meine kleine Nachhilfe für die Leute, die Jesus nicht verstanden haben. Lass uns gerne das nächste TikTok gucken. Oh Gott. Ja? Ich weiß, wie du dich fühlst. Okay, jetzt eben gerade fühle ich mich noch ganz gut. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Okay. Du denkst, dass du schwach bist und nie deine Angst überwindest. Nein, das denke ich überhaupt nicht. Und ich weiß, ich habe ein paar Ängste, aber mit denen kann ich gut leben, weil ich von denen weiß, ich kann damit umgehen. Das habe ich gelernt, weil das Leben ist ein Lernprozess. Okay, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, es tut weh, wenn du einsam bist. Ich bin gar nicht so einsam. Ich fühle es auch. Andere sehen nicht, wie viel du wert bist. Tun sie nicht? Hä? Was? Aber die Leute, die ich kenne, die wissen mich schon zu schätzen und nicht wegen irgendwas, sondern einfach nur wegen, hoffentlich wegen meiner Persönlichkeit und weil ich eigentlich netter Umgang bin. Also ich habe die Feststellung jetzt nicht gemacht. Seit wann? Ich starb und bin auferstanden, um dein Leben zu verändern. Ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Ey, aber Spaß beiseite. Ich finde es gar nicht so kacke. Also ich glaube, das ist so zeitgenössische Art, wie man Leuten, denen es vielleicht wirklich nicht so gut geht, Kraft geben kann. Ich glaube, das tut actually Leuten gut. Ja, ich verstehe das schon. Aber das Problem ist, was ich dabei sehe, ist, wenn du den Leuten das sagst, ne, dass Leute dann vielleicht denken, dass das, was der Mann da sagt, eventuell wahr ist, so... Ach so, Leute erkennen meinen Wirt wirklich nicht und dann, aber ich habe dann, Leute sind beeinflussbar. Das ist das Problem. Leute sind beeinflussbar und dann ist es wie die Tante bei Astro TV im Grunde genommen. Die sagen dir, wie wertlos du bist und dann, wenn du dann wirklich denkst irgendwann, wenn dir das genug Leute sagen oder du gute Videos gesehen hast, die dir sagen, dass du wertlos bist, dann denkst du vielleicht wirklich irgendwann, dass du wertlos bist. Und dann, ja, mal gucken, was der Gain dabei ist. Ich finde es halt nur funny für Leute, denen es jetzt nicht so schlecht geht, halt dann von Jesus gedisst zu werden. Hat auch was. Okay, gucken wir das nächste TikTok. Will mir das TikTok sagen, dass Marilyn Monroe gestorben ist, weil sie gesagt hat, dass sie Jesus nicht braucht? Ich hab da was ganz Überraschendes. Das wird euch jetzt vielleicht wirklich umhauen, aber alle Menschen sterben. Alle Menschen sterben. Alle. Auch alle, die ihr kennt. Alle Menschen, von denen ihr jemals gehört habt. Alle Menschen, die in den Filmcredits am Ende stehen. Alle letzten Endes. Ja, ich, du, alle. Die beiden da auf dem Foto, die Bahre schieben. Wer weiß, vielleicht auch schon. Man weiß es nicht. Aber diese Scheiße passiert. Manche früher, manche später. Manche durch Selbstverschulden, manche durch Fremdverschulden, manche an Altersschwäche, so dies, das, 1000 Ursachen. Aber wenige sterben, ja, kommt das hier irgendwann? Jetzt muss ich hier zurückspulen. Warte, wenige sterben daran. Nee, da könnt ihr mich verprügeln, wie ihr wollt. Ja, das macht mich nur stärker. Ich werde noch länger leben dadurch. Ich bin jetzt abgehärteter. Könnt ihr mich verprügeln, wie ihr wollt? Ja, ihr kommt nicht in den Himmel. Ihr kommt in die Hölle, wenn ihr mich schlagt. Denn ihr wisst, das mit Gewalt habt ihr auch gehört. You should know, you can... Will mir das TikTok... Ist es fair, so früh zu sterben? Niemand hat gesagt, dass das Leben an sich fair ist. Das Leben an sich? Mm-mm. Never ever. Sagen, dass Marilyn Monroe gestorben ist, weil sie gesagt hat, dass sie Jesus nicht braucht? Go. Yeah. Not even God can sink the Titanic.
Ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber warte. Hold on. Will mir das TikTok wirklich sagen, weil ein Typ was gesagt hat, was Gott nicht gepasst hat? Hat Gott daraufhin hunderte von Menschen getötet, um seinen Punkt zu vertreten? Ja, das ist dann seine Meinung von Gott, dass Gott so einer ist. Schwierig. Hat Gott ja tausende Leute umgebracht, die damit ja gar nichts zu tun hatten? Stellt euch vor, ihr fahrt mit dem Zug und dann entgleist der Zug, weil Gott das so wollte. Und dann sterben ganz viele Leute und eure Familie trauert und es sind hunderte Menschen tot. Tausende Leben sind zerstört von auch den Angehörigen. Es ist ein riesiges Drama. Und dann kommst du in den Himmel und sagst, Gott, warum bin ich gestorben? Und dann sagt er so, Digga, ich habe euch alle gekillt. Ist mir voll auf den Sack gegangen. Und dann sagst du, warum? Was ist dir denn auf den Sack gegangen? Und dann sagt er so, eine Woche vorher hat der Schaffner was gesagt. Das hat mir nicht gepasst. Was ist das für ein Gottesbild, Digga? Gott hat Mac Miller getötet, weil Ariana Grande was gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat. Wirklich? Hä, das ist doch geschmacklos. Aber das sind einfach Leute im Internet, die irgendwas behaupten. Das hat es ja noch nie gegeben. Das Konzept ist völlig neu. Random Leute im Internet, die random Shit behaupten. Manche auch einfach mit so einem schönen Aluhütchen auf und sonst irgendwas. Also es gibt sehr viele Leute im Internet, die sehr viele Sachen behaupten. Das heißt aber nicht, dass da irgendwas dran ist. Ja. Schwierig aber, ich finde es aber schwierig, sowas hier für seine eigene Agenda auszunutzen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also mindestens Mac Miller gegenüber, aber ich finde auch eurem Gott gegenüber. Gott lässt sich nicht spotten? Spotten. Ja, ich dachte gerade, dass Gott so krass ist, dass der im Gym sich nicht spotten lässt. Nee, oder vielleicht hat er Dingens hier, Tarnkleidung an und du kannst ihn einfach nicht spotten, wo er ist. Ja, haben wir vorhin gesehen, wie echte Christen aussehen. Der hat Tarnkleidung an. Also spotten heißt ja, dass wenn du irgendwie Bankdrücken machst, dass jemand von hinten steht und wenn du es nicht mehr schaffst, dann greift er rein und zieht das Gewicht so hoch. Damit du nicht erdrückt wirst von dem Gewicht, was du nicht mehr hochkriegst. Aber Gott, der lässt sich nicht spotten. Digga, der geht ins Gym rein, 400 Kilo, Bankdrücken. Und die Leute so, ey Gott, sollen wir dich nicht spotten? Und der so, nee Digga, ihr kennt das, ihr wisst die Regel. Gott lässt sich nicht spotten. Es war nur ein Missverständnis, er lässt sich nicht spotten. Er tötet tausende Menschen, wenn jemand gespottet hat. Denn wenn du spottest, tötet er dich, deinen Boyfriend oder tausende Leute, die mit dir auf einem Schiff sind. Klingt nach einem entspannten Guy so, ne? Wie gut kennst du das Christentum? Part 1. Digga, ich bin on fire. In welchem Alter ist Jesus am Kreuz gestorben? 30, 39 oder 33? Ich sag 33. 39 ist zu alt und 30 ist zu glatt. Okay, nice. Digga, aber Jesus am Start. Welcher der Jünger hat Jesus verraten? A. Petrus, B. Judas. Warum ist denn Judas klein geschrieben? C. Matthäus, ist klar. Ja, das Judas, weiß man Digga. Aber, ne? Judas. Ey, aber sowas sind doch auch harmlose TikToks. Das kann man noch mehr machen. Das einfach so ein kleines, okay, nettes Quiz nebenher. Das tut doch niemandem weh. Das ist doch nicht asozial. Guck mal, da wurde auch gar nicht jetzt Leuten eingeredet, dass das, was die in ihrer Freizeit machen, irgendwie schlecht oder sündevoll ist. So wie in unserem nächsten Beispiel. Es gibt hier nämlich eine, die hat keinen Bock auf, ich sag mal, dämonische Sachen. Und die klärt halt dann auch darüber auf, was die dämonischen Sachen so sind. Also hier sind gängige Dinge, die Dämonen die Türen öffnen. That's a hard pass. Absolutely not. Also wir haben dabei Sex vor der Ehe, Klassiker. Aber auch Horoskope und Sternzeichen. Mhm. Auch eine Manifestation von deinem höheren Ich. Wie kann ich mein höheres Ich manifestieren? Ich hatte mal ein paar Fragen nämlich. Ich würde gerne mein höheres Ich manifestieren. Hat da jemand Erfahrung mit? Und warum, ja, gute Frage, warum ist Dämonen mit E geschrieben? Warum ist das die englische Rechtschreibung? Also warum ist das Englisch? Warum ist da Demons? Aber nee, ist ja nicht mehr Englisch. Das ist aber falsch geschrieben. Drogen, ganz toll daran denken, bestimmte Astralebene, Schnapspilze, Yoga. Aber da steht ja und Yoga, nicht durch Yoga, ne? Ich bin unsicher. Aber ich würde gerne mein höheres Ich mal, würde ich gerne mal manifestieren lassen und einmal mal vielleicht ein Zwiegespräch führen. Wäre bestimmt super interessant. Keine Ahnung, was das heißt. Und Yoga. Yoga ist jetzt actually für mich was Neues, dass das was Dämonisches ist. Sie schreibt zu Yoga auch, dass es für Christen sehr gefährlich ist. Yoga ist etwas, was nicht nur Stretching und eine Sportart ist, sondern es hat auch was mit dem Geistlichen zu tun. Man lehrt seinen Geist. Aber wenn ich schlafen gehe, komme ich dann auch in die Hölle? Weil wenn ich schlafen gehe, lehre ich auch meinen Geist. Ich werde bewusstlos.
absichtlich bewusstlos, jeden Abend. Wenn man tief in das Thema reingeht, weiß man, dass es Türen für Dämonen wieder mit E öffnet. Auch von Erfahrung von Bekannten, die das praktiziert haben. Ja, klar. Also wenn man so eine Bekannten hat, dann muss man auch nicht weiter fragen. Für Christen sehr gefährlich, aber auch nur für Christen. Ja, wenn ihr Atheisten seid, kein Problem, Yoga ist euer Ding, da passiert gar nichts. Wenn ihr Christen seid, scheiß auf Yoga. Mach kein Yoga, wehe, du willst deine Bänder irgendwie dehnen, dann kommst du in die Hölle. Ja. Ich meine, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Manche Yoga-Posen sehen auch krass dämonisch einfach aus. Die sieht krass biegsam aus. Das ist doch der Körper, den Gott uns gegeben hat, Mann. Das ist doch der Körper, den Gott uns gegeben hat. Und Junge, wenn du den so kontrollieren kannst, dann heißt das einfach nur, du weißt Gottes Geschenk zu schätzen. Ja, im Gegensatz zu mir, der einfach den ganzen Tag hier nur rumsitzt. Und nicht mal mit den Ellbogen seinen Bauchnabel berühren kann. Manche anderen sehen aus wie Gay-Shit. Insofern verstehen wir alle, dass das der... Boah, stell mal vor. ...einfach aus. Manche anderen sehen aus wie Gay-Shit. Und jetzt stell dir mal vor, du musst halt echt furzen. Puh. Du musst das ja irgendwie lange halten. 10 Minuten, 20 Minuten, keine Ahnung. Oder eine halbe Stunde. Ich kenne mich nicht aus. Leute können das hier? Boah, ich könnte das halt gar nicht. Ich könnte das gar nicht. Überhaupt nicht. Also da sehe ich mich halt überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn ich eine Rolle rückwärts schaffe. Und selbst das mache ich immer lieber nicht. Aber holy shit. Ich habe größten Respekt, wenn man das kann. Ich habe da größten Respekt vor. Insofern verstehen wir alle, dass das dämonisch ist. Aber diese Frau hat auch ein Problem mit der Playlist von vielen von euch, denn viele Artists sind dämonisch. Musik ist nicht etwas, was dich fragt, um in deine Seele zu dringen. Ganz aktuell. Niemand fragt mich, um in meine Seele zu dringen. Ich habe noch nie, es hat mich niemals jemand um Erlaubnis. Ich lebe schon etwas länger, ja, und ich habe in diesen 30 Jahren habe ich noch nie erlebt, dass jemand mich gefragt hat, ob er, sie oder eine Entität in meine Seele dringen darf. Habe ich noch nie erlebt. Leute, Chat, ihr seid schon längst in meiner Seele. Ihr seid da doch schon längst drin, in diesem schmutzigen Sud. Musik ist nicht etwas, was dich fragt, um in deine Seele zu dringen. Ganz aktuell Taylor Swift. Wer die Konzerte gesehen hat, gab dort hexerische Rituale. Nein. Demi Lovato hat einen... Lügen ist gottlos. Du sollst nicht lügen, das steht in den Geboten. Du sollst nicht lügen, es gab keine Hexenrituale, du lügst. Das passiert hier gerade. Du lügst, du begehst eine Sünde. Neues Lied rausgebracht. Allein das Video ist krass dämonisch. Ich glaube, bei Beyoncé ist es schon lange offensichtlich. Auch die Texte allein. Auch Sam Smith. Man muss einfach aufpassen, prüfen, wachsam sein und schauen einfach, was man hört. Also sie warnt vor verschiedenen Künstlern. In einem anderen Video... Ich habe eine Frage. Welche Damen waren es doch gleich, die damals von der Inquisition... Ne? War da nicht was? Wenn sie schon von Hexenwerk und so weiter redet, ganz schwierig, ganz schwierig. Ich wollte es nur sagen. Das ist natürlich jetzt... Und schauen einfach, was man hört. Also sie warnt vor verschiedenen Künstlern. In einem anderen Video auch vor Kendrick Lamar, weil das halt dämonisch ist oder vom Teufel oder irgendwie so. Und in einem Video zeigt sie auch so ein bisschen ihre Experience, wie es sich anfühlt, wenn sie dann doch mal kurz aus Versehen dämonische Musik hört. Turn it off. Turn it on. Mein Heiliger Geist sagt was ganz anderes. Hä? Was ist denn da los? Heiliger Geist und ich machen manchmal Party zusammen. Und dann machen wir gemeinsame Yoga-Übungen. Aber ich bin nicht so beweglich. Und dann lacht Heiliger Geist mich aus. Mein Heiliger Geist ist viel chilliger als deiner, offenbar. Komisch. Vielleicht bringt man ja irgendwie sein eigenes Credo mit rein, wenn man denkt, dass der Heilige Geist mit einem spricht. Hm? Nur so eine Idee? Weiter geht's. Entschuldigung. Ich glaube, wenn das die Stimme von Gott ist, die Art und Weise, wie er einem Befehle gibt, ich glaube, dann wollen manche von euch gerade unartig sein. Also einfach noch so ein paar Befehle bekommen vom Vater. Oder soll ich sagen? Vom Daddy. Daddy. Also ja, ich habe mir die Stimme von Gott irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie so
beruhigender, irgendwie so chilliger. Aber was weiß ich schon, ich höre auch dämonische Musik. Das Ding ist, ich nehme sie gerade gar nicht. Ich höre keltische Musik gerne mal, ne? Oder so Folkmusik und so. Ist das eigentlich auch, ist das dann ketzerisch? Ich weiß es gar nicht. Ich mag es mal gerne. Das Video mit rein, weil sie anderen Leuten sagt, dass Taylor Swift vom Teufel ist. Ich bin stattdessen auf sie aufmerksam geworden, weil sie die Gays auch nicht so nice findet. Hat Gott wirklich gesagt, dass Homosexualität eine Sünde ist? Ja, hat er. Hat Gott das wirklich gesagt? Das ist halt eine berechtigte Frage. Kein Mensch jemals hat mit Gott gesprochen. Gott selber hat das nie gesagt. Das würde sie nicht tun. Und sie schreibt auch in einem Kommentar zu dem Reel, dass es halt eine Sünde ist und es bleibt. Lügen ist eine Sünde. Lügen ist eine Sünde. Eine Sünde, es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Homosexuell sein ist eine Sünde und klar eine Lüge des Teufels. Und das Ding ist, als ich in diese Christen, TikTok, Real, Instagram-Bubble so ein bisschen reingedippt bin, habe ich das viel zu oft gesehen. Also verachtenswerte Aussagen gegenüber Leuten, die halt nicht hetero sind. Die biblischen Verse sagen, Sex gehört exklusiv in die Ehe von Mann und Frau und nur in eine Ehe von Mann und Frau. Also die Frage, ist LGBTQ verboten? Ja. Du musst einfach bekennen. Ist doch alles nur ausgedacht. Das sind alles nur irgendwelche Leute auf TikTok, die sich Shit ausdenken. Mehr ist das nicht. Kennen, dass du ein Sünder bist. Und die stellen sich einfach, und das ist so ein Ding, die stellen sich moralisch über andere und denken, über andere urteilen zu können. Und das ist eine Todsünde. Also zumindest eine Sünde. Todsünde weiß ich nicht. Aber die judgen halt über andere. Die richten über andere. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Und einfach damit aufhören, schwul oder lesbisch oder bisexuell. Ja, bitte hört damit auf. Jetzt hört doch mal damit auf. Jetzt könnt ihr euer Hobby mal in den Nagel hängen, ja? Jetzt reicht's aber langsam. Könnt ihr nicht einfach mit der Eisenbahn spielen wie andere? Zu leben. Die letzten beiden Clips habe ich zensiert, weil beide relativ jung aussahen. Der Typ sogar irgendwie wie 13 oder so. Deswegen will ich da jetzt... Da würde ich mir vor allen Dingen Lebenstipps holen. Das ist das Beste. Bei Leuten, die noch keine Lebenserfahrung haben, da würde ich mir immer Lebenstipps holen. Das ist immer das Beste. Das ist noch nicht zu krass fronten, weil ich... Das ist genau wie Leute, die immer sagen, komm in meine Gruppe, aber dann, die sind noch nicht mal aus der Schule raus, weißt du? Nee, lass mal, ist okay. Ich glaube, der checkt gar nicht wirklich, was er da sagt. In manchen TikToks wird auch Christen das Christsein aberkannt, wenn sie nicht gegen LGBTQIA+ sind. Aber das haben die nicht zu entscheiden. Das haben die einfach nicht zu entscheiden. Und es gibt TikToks, die fangen gut an. Gott will, dass Schwule in die Kirche kommen. Nur um dann zu sagen, yo, die sollen nur zu Gott kommen. Dann. Und ich habe mal eine andere Frage. Hör mal, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich, ja? Tut mir leid. Hier genau, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Genau. Ich habe das nicht mehr im Kopf, aber da gab's diesen Satz gab es auf jeden Fall. Ich habe eine andere Frage, die ist ein bisschen oberflächlich. Warum sehen die meisten aus, diese Christ-Talks machen, oder wie immer die heißt, warum sehen die meisten irgendwie psychotisch aus? Die wirken auf mich, man kriegt schon ein bisschen Angst. So, weißt du, was ich meine? Die wirken so ein bisschen psycho. Ist subjektiv, gebe ich zu, ist oberflächlich, gebe ich zu, aber ich erkenne da so ein bisschen Muster. Damit Gott sie von ihrem sündhaften Homo-Shit befreien kann. Und sie müssen mit diesem Leben so aufhören, denn im Himmel ist kein Platz für Sünde. Und ich fand es actually krass, so viele... Und ganz ehrlich, wenn der Himmel voll ist mit solchen Leuten, dann will ich ja gar nicht rein. Dann will ich ja überhaupt nicht. Junge, ganzer Himmel voll mit Spielverderbern. Wer will das denn? Und den ganzen Tag nur irgendwelche Leute, die dir die Norm erklären und wie das zu sein hat und die denken, über dich judgen zu können, über irgendeinen Shit, den du machst, über Hobbys, die du hast, über Sexualität, die du hast, über Bücher, die du gerne magst, Musik, die du hörst, bla. Die judgen einfach über alles. Hat doch keiner Bock, sich mit so Leuten abzugeben. Da gehe ich freiwillig in die Hölle. Da kann ich gute Musik hören, da kann ich lieben, wen ich will, da kann ich machen, was ich will, ja. Und kein interessiert's und ich muss nicht ständig hören, sondern kommst du in die Himmel. Ja, dann fuck you. So, viel Spaß da oben. Mit deinesgleichen. Kannst dich ja rumstreiten, was wer hören darf, was wer machen darf. Videos zu sehen, die einfach so krass dagegen haten. Ich wusste nicht, dass das so weit verbreitet ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich eher in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, der aufgeklärter und progressiver ist oder ja, so. Mann. Ich fand es halt wirklich krass, weil ich viel mehr solche TikToks gesehen habe als gegenteilige TikToks. Die gibt es zwar auch, die existieren, aber ich habe die persönlich viel seltener gesehen als diese queerfeindlichen Inhalte. Und das Ding ist, wenn jemand auf die Elevator Boys shootet, weil er Kreuzritter krass
krass findet, dann ist das in erster Linie funny. Das ist lächerlich. Das ist zum Lachen so. Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so nach einer direkten Gefahr an, sondern es ist eher funny so. Aber dieses Queerfeindliche empfinde ich anders. Und deswegen möchte ich darüber jetzt hier nicht nur lachen. Weil verschiedene Befragungen zeigen immer und immer wieder, dass auch in Deutschland viele Millionen Menschen Homosexualität nicht okay finden. Und die Straftaten gegen queere Menschen... Und ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, wie dich irgendwie interessieren kann, was andere Leute unter sich treiben. Wo du überhaupt gar keinen Teilnahme hast. Du bist überhaupt nicht involviert. Du bist überhaupt in diesem Prozess null eingebunden. Es geht dich einen Scheiß an. Genauso wie andere Leute nicht darüber judgen, auf was du zu Hause, wenn dich keiner beobachtet, dir einen runterholst. Ja? Dann möchte ich die Leute mal sehen. Die Leute, die so judgen, möchte ich mal sehen, was sie da machen würden. Es geht einfach niemandem was an. Und es wird auch niemandem aufgezwungen. Aber Leute tun immer so, als würde es um sie persönlich gehen. Geht es aber nicht. Die sind in der Gleichung überhaupt nicht mit drin. Die sind nicht mal in der Nähe dieser Gleichung. Steigt an. Also nicht jetzt so einmal in einem Jahr oder so, sondern wirklich... Als echter Christ masturbiert man nicht. Gut. Dann stelle ich mal zur Diskussion. Wirklich relativ konstant über viele Jahre auch die Gewaltdelikte. Und vor diesem Hintergrund, in so einer Welt, dann einfach so leichtfertig TikToks zu machen, wo man sagt, dass so Homosexualität ja eine Sünde ist und vom Teufel eine Lüge und die sollen in die Hölle kommen, weil sie da leiden sollen und die sollen bestraft werden, so wie Hitler und Stalin und die sind nicht okay, wie sie sind und müssen anders werden. Dann ist das nicht okay. Wenn man das Problem hat, dass eine bestimmte Personengruppe auf Basis ihrer Sexualität verfolgt, teilweise verprügelt, teilweise auch getötet wird, weil sie nicht okay sind. Und man dann sagt, die sind nicht okay wegen ihrer Sexualität. Die sind nicht okay, wie sie sind. Dann ist das fucked up. Das ist nicht eigene Wertevorstellung, das ist nicht tolerierbar. Denn Intoleranz darf nicht toleriert werden, sonst stirbt die Toleranz. Kennt ihr. Und an dieser Stelle habe ich auch gar kein Konter aus der Bibel. Vorhin konnte ich noch sagen, so, yo, Kreuzzüge ist nicht in... Es geht ihnen häufig um die Kinder. Das habe ich schon öfter in Schlagzeilen gesehen, dass es ihnen öfter um die Kinder geht. Jesus Sinne gewesen, so kann man alles super belegen, easy. Das Ding ist, Queerfeindlichkeit kann man easy aus der Bibel ableiten. Manche leiten das direkt so aus der Schöpfungsgeschichte ab, weil Adam und Eva ja die Welt bevölkern sollten, Mann und Frau sollen zusammen Kinder bekommen. Aber es gibt auch Stellen, da steht das viel direkter drin. Da steht zum Beispiel drin, dass das eine Sünde ist und diese Leute getötet werden sollen. Das Ding ist, wisst ihr, wer sonst noch in der Bibel Sünder ist und getötet werden soll? Leute, die Wahrsager abfeiern, deswegen das mit den Horoskopen und Sternzeichen, die sollen erstmal ausgerottet werden. Leute, die fremdgegangen sind, töten. Wenn du mit einer Frau schläfst, die gerade ihre Periode hat, dann sollst du sterben. Sie, by the way, auch. Grundsätzlich Leute, die andere Religionen ausüben und Opfer bringen. Das sind eine Menge. Störrische Kinder, die sollen auch deinen, aber nicht irgendwie. Die sollen von allen Männern der Stadt gesteinigt werden. Ich weiß nicht mal, wie das organisatorisch möglich ist. Frauen, die keine Jungfrauen mehr sind, wenn sie in die Ehe gehen, töten. Generell sollen alle getötet werden, die sonntags arbeiten. Also, weiß nicht, Polizisten, Krankenpfleger, eine Menge. Und teilweise steht in der Bibel auch, dass einfach unschuldige Leute sterben sollen. Also zum Beispiel so Kinder und Säuglinge oder auch so wie in Nordkorea dieses Ding, wo du über mehrere Generationen so eine Familie bestrafst. Und das sind jetzt nur so die Parts, wo Leute einfach getötet werden sollen. Die Welt wäre leer. Die Welt wäre einfach komplett leer. Das ist einfach... Oh, puh, Alter. Oh, kann nicht jemand mal eine coole Religion gründen, die vielleicht einfach sich eher auf positive Dinge konzentriert und weniger versucht, mit Angst Leute zu kontrollieren und mit Unterdrückung? Kann es nicht sowas mal geben? Es steht aber auch einfach random Shit in der Bibel, dass du keine Kleidung tragen darfst, in der zwei verschiedene Stoffe drin sind. Ach. Frauen sollen nicht in der Gemeinde reden, man soll den Bart nicht stutzen, als Mann darf man keine langen Haare tragen, man darf keine Schalentiere essen. Und an einer Stelle steht auch, wenn du ein Mann bist und Single, dann sollst du dir keine Frau suchen, sondern Single bleiben. So, ich kürze das mal hier ab. Warum erzähle ich das gerade? Warum habe ich das aufgelistet? Nicht um zu zeigen, dass das Christentum ein absoluter Psychopathenverein ist. Denn das wären die ja nur genau dann, wenn die an jeden Satz in der Bibel glauben und danach leben würden. Dann wären die fucked up. Ja, das stimmt. Das Ding ist, das macht halt fast kein Christ. Jeder Christ, den ich kenne, sagt bei einzelnen Sätzen in der Bibel, ja, so wie das da steht... Es gibt auch die Scientologen. Ich freue mich schon, wenn das Raumschiff landet
und die Außerirdischen uns die alle abholen. Puh, die Hubologen. Ja, wirklich so, die Hubologen. Da kann ich mich ja reinigen lassen erstmal, bis ich mein ganzes Geld los bin. Bin ich auf Stufe 3 oder so. Und dann kommt vielleicht irgendwann das UFO und nimmt uns alle mit von dieser komischen Weltraumrasse, von der Ron Hubbard vorher in seinen Science-Fiction-Roman geschrieben hat. Nee, lass mal. Und das machen die nicht random. Die sagen nicht einfach, ich würfel, welchen Satz ich ernst nehme und welchen nicht. Sondern die haben da hauptsächlich drei Begründungen für. Nummer eins ist, das ist einfach Quatsch, was da steht. Denn jeder informierte Christ weiß, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort, sondern mindestens Gottes Wort in Menschenwort. Das heißt, ja. Menschen haben das geschrieben, die ihrem Zeitgeist unterlegen waren, die den kulturellen Wertevorstellungen der damaligen Zeit unterlegen waren. Und Zeitgeist darf man nicht vergessen. Das, was vor 10 Jahren okay war, was man so gesagt hat zum Beispiel, hat sich heute schon grundlegend geändert. Das, was vor 100 Jahren noch okay war. Ja, also wir gucken uns zum Beispiel diese Dr. Oetker-Werbung an. Ne? Eine Frau hat 2 Probleme in ihrem Leben. Und wir können heute gar nicht mehr fassen, dass sowas über den Sender lief. Dass sowas eine normale Werbung war. Kann man heute nicht fassen. Wir lachen uns tot darüber. Aber es war damals einfach der Zeitgeist. Und jetzt überleg mal, wann die Bibel geschrieben oder niedergeschrieben wurde. Das ist einfach wortwörtlich eine ganz andere Welt. Selber Planet, eine ganz andere Welt. Die auch dementsprechend Vorurteile und so hatten, die haben das geschrieben. Kann da was schiefgehen? Ja, okay, die zweite Begründung, warum Christen sagen, dass sie nicht daran glauben, was da so steht, ist, dass Jesus teilweise manche Regeln überschrieben / ausgehebelt hat. Also manche Christen sagen, dass Jesus gekommen ist und deswegen gemacht hat, dass man manche Regeln, die in der Bibel stehen, jetzt nicht mehr so befolgen braucht. Dritte Begründung, weshalb Christen sagen, dass sie nicht daran so glauben, wie es da steht, ist, indem sie einfach sagen, ich glaube, das ist anders gemeint. Interpretation. Und zwar immer so interpretiert, dass es dir in deinen Kram passt, dass es dein Narrativ trägt. Das, was du glaubst, was richtig ist, das, was du denkst, was richtig ist. Tijuana, dankeschön, vielen Dank. Das muss davon untermauert werden. Und deswegen werden Sachen immer interpretiert, ob aus der Bibel oder vielleicht auch aus anderen Quellen. Sachen werden so gedreht, wie es dir hinpasst. Ja, so. Und das ist so der Go-To-Weg für die Leute, die sich bibeltreu nennen. Also die sozusagen sagen, ich glaube an 100% in der Bibel. Dann hast du ja erstmal ein Problem, weil da viele Regeln sind, an die du dich nicht hältst. Und dann sagst du einfach, nee, die Regeln bedeuten alle was anderes. Also als Frau sagst du zum Beispiel, da steht zwar, die Frau darf in der Gemeinde nicht reden, aber ich guck mal in den Originaltext und das Wort kann man auch so übersetzen und vielleicht ist mit Reden nur Predigen gemeint. Und wenn sie dann trotzdem TikToks machen, indem sie über Glauben predigen, dann sagen sie, ja, aber das ist ein anderes Predigen als das, was da drin gemeint ist. Ich glaube, das ist alles anders gemeint. Ich bin bibeltreu. Fertig. Das heißt, wenn du basically die Bedeutung von allem so ein bisschen drehst und wendest, dann kannst du dir immer noch einreden, dass du an alles zu 100% in der Bibel glaubst. Das waren die 3 Wege, weshalb Christen nicht exakt das glauben, was da so steht in der Bibel. So, mein Punkt ist, normale Christen glauben nicht an jeden Satz exakt so, wie er in der Bibel steht und benutzen dafür diese 3 Begründungen, die ich gerade angeführt habe. Und diese Gay-Stellen in der Bibel, die kann man auch sehr leicht mit diesen 3 Begründungen aushebeln. Sogar easy auf eine bibeltreue Art anders interpretieren. Deswegen lasse ich es nicht als Argument stehen, wenn jemand sagt, ja, das und das und das und das, das interpretiere ich anders, aber das bei dem Gay-Shit, das nehme ich genauso wörtlich, wie es da steht. Mhm. Nee, die Begründung zählt nicht. Bei allem kann man flexibel interpretieren, wenn es darum geht, ob du zum Beispiel in der Gemeinde reden kannst, aber plötzlich kannst du es nicht mehr? Nee. Du kannst Christ sein und Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten und du kannst Christ sein und nicht Queerfeindlichkeit aus der Bibel ableiten. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Jeder Mensch entscheidet, an welche Art von Gott man glauben möchte. Wenn man sich so umguckt, dann gibt es ja nicht den einen christlichen Gott, genauso wenig wie es den einen jüdischen Gott oder den einen islamischen Gott gibt. Mitglieder von Religionen sind ja keine gleichgeschalteten Roboter wie so eine Schwarmintelligenz, die alle dasselbe denken und nicken. Das sind ganz individuelle Leute, die auf ihrer Sinnsuche diese Texte teilweise ganz unterschiedlich interpretieren und deswegen auch an verschiedene Versionen von einem Gott glauben. Das heißt, du entscheidest dich ja, welches Bild von Gott du hast. Und wenn du dich bei dieser großen Freiheit entscheidest, an einen Gott zu glauben, der andere Menschen auf Basis ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht, ihrem Aussehen, ihrer Herkunft, ihrer Religion, was auch immer, einen anderen Wert gibt oder sagt, dass sie deswegen nicht okay sind, wie sie sind, dann fick dich und fick deinen Gott. Und wenn jetzt irgendjemand
Schnappatmung bekommt und sich denkt, oh scheiße, der hat Gott beleidigt. Wer sich mit seiner Religion in den intimsten, privatesten, persönlichsten Teil von anderen Menschen ungefragt einmischen will und ja, sie deswegen aufs Schärfste verurteilen will, der darf nicht Spielstopp rufen, wenn eine Reaktion kommt. Wenn du selbst deinen Gott als intoleranten, unsympathischen Kecko beschreibst, dann werden Leute ihn als genau das wahrnehmen. Und ganz kurz, an die anderen Leute, die an einen Gott glauben, der nicht rassistisch, nicht sexistisch, nicht Queerfeindlichkeit und so weiter ist. Ganz egal jetzt aus welcher Religion. Schön, dass es euch gibt. Und das Ding ist, die gibt es ja auch. Als ich in dieser Christen-TikTok-Bubble unterwegs war, habe ich auch viele davon gesehen, die einfach positiv ihren Glauben feiern. Und es gibt so vieles Nices, worauf man sich fokussieren kann. Christliche Songs sind teilweise krasse Banger. Und wenn die dann auf TikTok gezeigt werden, teilweise viral gehen, weil es einfach einen nicen Vibe hat. Ich habe ein paar Christensongs gehört bis jetzt, aber die ich gehört habe, waren immer eher so, die waren eher so lustig. Deswegen sind die so halb viral gegangen, weil die einfach so eher peinlich waren. So ein bisschen so, ihr wisst ja hier, haben wir den gerade noch da? Und das ist noch einer der besseren. Also der ist wenigstens noch, kannst du sagen, was du willst. Ich nutze jetzt mal ein altes Wort dafür, der war schmissig, ja? Banger weiß ich nicht, ja, aber schmissig. Auf so einer Banger-Skala war der mindestens auf Schmissig-Level. Also geht schon ab, ja, geht schon ab auf jeden Fall. Kann man fühlen. Dann ist das doch was Schönes. Oder es gibt Leute, die über persönliche Themen reden, so wie Dating als Christ, und das ist doch auch nice. Oder die lustige christliche Sketche machen. Ich finde es generell schön, weißt du, das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ne, weil Leute mir immer vorwerfen, ich bin so religionskritisch, pipapo, lalala, und ich würde immer schlecht reden, stimmt aber gar nicht. Ich mag es zum Beispiel, wenn Leute über ein gemeinsames, ich nenne es jetzt mal Hobby, also Religion, über ein gemeinsames Interesse quasi, wenn die zusammenkommen, ja, und sich da verstehen und da auch schöne Sachen draus machen, wenn Leute da Gleichgesinnte finden und nicht alleine sind zum Beispiel, mit denen sie auch quatschen können und so weiter. Sowas mag ich zum Beispiel sehr gerne, so Gemeinschaften einfach. So, wenn Leute was Positives draus ziehen, so statt negativ und auf Kriegsfahrt zu gehen und sonst irgendeinen Scheiß. Wenn man das halt auf TikTok so macht oder die, weiß ich nicht, eine Quizshow machen oder die irgendwie so Call mit Jesus machen oder so. Das sind doch alles coole Sachen, wie man irgendwie in der heutigen Zeit Christentum Leuten näher bringen kann. Oder schließlich auch einfach Leute, die von ihren eigenen Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit ihrer Religion sprechen. Das ist doch was Schönes. Vielleicht Leute auffangen und ihnen einen Safe Space bieten. Gerade in heutigen Tagen. Wo jede Schlagzeile gefühlt nur noch scheiße ist, wo Social Media scheiße ist, wo alles scheiße ist. Vielleicht wäre sowas mal was Schönes. Ja, Leute einfach mal ein bisschen auffangen, Leute mitnehmen, statt Leute aufzustacheln, Leute aufzuhetzen, gegeneinander und sonst irgendwas, sondern einfach mal die Hand reichen eventuell. Und vielleicht einfach mal, dass man einfach mal hört, ich verstehe dich, ja, oder erzähl mir, was los ist, so. Ich höre dir zu, statt ich hetze gegen dich. Und wie vorhin gesagt, gibt es natürlich auch Christen, die sich ganz klar gegen Queerfeindlichkeit aussprechen. Ich habe davon, finde ich, leider zu wenig gefunden, aber es gibt sie. Und ich finde, so Content bringt doch viel mehr. Religion sollte doch was sein, wo man irgendwie bei der eigenen Sinnsuche weiterkommt im Leben. Wo man irgendwie Glück findet, wo man besserer Mensch wird, wo man Nächstenliebe mehr ausübt und so weiter. Religion sollte aber nicht dafür da sein, anderen Leuten, die man nicht mal kennt, ihr intimstes, persönlichstes Privatleben vorschreiben zu wollen und sie dafür zu fronten, dass sie es nicht so leben wie du. Ich glaube wirklich nicht, dass Jesus was gegen Bisexuelle oder Homosexuelle oder whatever hatte. Digga, ich bin nicht mal richtig gläubig, aber ich scheine mehr Respekt vor Jesus und vor Gott zu haben als viele Christen, weil ich glaube, dass die cooler sind als das. Gott segne euch. Bis dann. Geiles Video. Also schlimmes Video, trauriges Video, und aber gleichzeitig ein geiles Video. Schön. Ich mag das Ende. Das Ende mochte ich gerade sehr. Das hat für mich wieder vieles heile gemacht, sage ich mal. Aber leider werden die Leute, die es sehen sollten, werden es A, nicht sehen. Und B, wenn sie es sehen, werden sie nicht drauf hören. Weil die Leute die Sachen einfach komplett in ihrer Sichtweise interpretieren und für sich nutzen quasi, die werden bei diesem Video eher anti gehen. Die werden bei diesem Video dicht machen. Die werden auch nicht plötzlich in sich gehen und Selbstreflexion betreiben. Das wird nicht passieren. Weil die glauben eben, die sind auf einem höheren moralischen Posten.